Also hoffentlich spielt er nicht nochmal Conti im Final Bracket. Oder er besiegt ihn nächstes Mal. Na gut, das kann auch gut sein. Und es geht sofort los. Sofort rein? Das ja, geil, ging schnell. Ja. Next Track gegen Banane, ich kenne mich leider gar nicht mit deren Segwriter aus. Same. Aber ich glaube, ich habe Banane gestern zum ersten Mal gesehen. Aber ich habe keine Ahnung. Aber Banane... Die Banane ist low-key richtig sick. Er ist richtig gut. Und er spielt auch Samus. Ja. Ich weiß nicht, wie vertraut Next Red mit Samus ist. Ja. Ob es in Italien überhaupt Samus-Spieler gibt. Ich meine, die haben eh nicht so viele Spieler. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon Samus ist, eher weniger. Das sind alles nur Spacey-Spieler dort. Ich muss sagen, ich finde Next Red ist gut gegen Floaties und Banane ist besser gegen Fox als gegen Falco, meiner Meinung nach. Ja. Vor allem auch die Sache ist, Fox gewinnt das Matchup zwar schon hart gegen Samus, ja, aber es ist auch so ein unintuitives Matchup, ja, weißt du? So, du, wenn du es richtig spielst, on paper natürlich gewinnst du, aber trotzdem wird es irgendwie die ganze Zeit gedownstellt und so, hä, ja, warum sterbe ich? Gegen Falco ist es ein bisschen leichter, weil du halt so die Laser hast als nur Kultur und allein auch einfach so, der halt so gut ist. Ja, du hast halt auch einfach ein richtig... Also wenn man sich einfach mal so ein bisschen beschäftigt, auch ein einfaches Punish-Game eigentlich. Ja, ja. Ich meine, bei Falco ist ja immer so, dass er eigentlich jeden Charakter pillern kann. Mhm. Selbst auf Puff hat er ein gutes Punish-Game. Ja. Also als Fox ist es halt so ein bisschen komisch. So, wenn du halt irgendwie so ein Drill kriegst, das kriegst, ja, du raus, du kriegst einen Schein und dann, hä? So. Und Samus wird irgendwie auch, kann irgendwie voll gut raus Essie ein, ne? Ich weiß nicht, ob das Charakter irgendwie dependent ist, ne? Aber ich sehe ganz viele Foxes, die drillen und dann werden sie gedownsmashed. Ja, ja. Das ist halt auch so die Sache. Der Drill wird Essie halt und danach kassierst du einen Downsmash und dann fliegst du einfach durch die ganze Stage und bist tot. Auf jeden Fall auch ein Charakter, wenn du nicht dafür bereit bist, der dich auf jeden Fall tilten kann. Ja, ja, das auch. Das ist halt so ein tiltbarer Charakter, weil du willst halt irgendwie nach vorne dashen, kassierst die Downsmash, stirbt Insel. Weil wenn man die Downsmash selbst mal lobt, dann falsch die Eid. Ja. Ist ein Todesurteil. Auf jeden Fall. Oh, schade für X-Red. Das sieht gut aus wie Banane auf jeden Fall. Hat gerade die Stock genau. Aber es wird wahrscheinlich auch so einer der Sets sein, wo... je länger es geht, desto mehr ist wahrscheinlich nicht Red Favorite, weil er sich auch einfach ans, ja, Matchup gewöhnt. Wahrscheinlich wird er gerade noch Off-Guard erwischt von Banane, aber wenn er sich so an Samus ein bisschen gewöhnt, sieht es wahrscheinlich besser aus. Aber er spaced auf jeden Fall seine Dares so, dass er nicht ab wie auto-shielded wird, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, das auf jeden Fall, weil vor allem das ist auch so ein richtiger Tilt-Faktor. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Samus hat einfach alle Sachen, wo du einfach wie 3 Sekunden warten musst. Mhm. Erstmal dieses Edge-Guarding natürlich, dann auch die ab wie, wenn du gedownsmashed wirst, bist du auch gefühlt 3 Sekunden in der Luft. Es gibt so kaum Matchups, die so tilten sind. So Samus und Icy sind wahrscheinlich, ja, so, ja, auf jeden für Spacey so die Tilt-Matchups. Ja, man könnte noch sagen Puff, aber ja, ja, ich halt weiß nicht, an. So Puff nicht unbedingt, ich würde eher so tendieren CF. Ja, ja, okay, ja, CF. Weil gegen CF, gegen CF denkt man, sollte gewinnen, ja, aber... Vor allem, du willst ein bisschen Dash dance und dann kommt er mit dem Knie rein und du hast komplett raus. Ja, CF kann einfach immer deinen Stock nehmen, das ist auf jeden, ja, Fall das Problem. Gut, gegen 2 Yoshis finde ich der beste Counterpick auf jeden Fall in diesem Matchup. Ja. Ich meine, natürlich, Shine Kill auf der Top, was für eine Überraschung. Aber es gibt wirklich sehr gute Setups gegen Samus. Am besten bekommt man einen Up-Tilt auf der Top-Plattform und dann kann man gut rauskommen. Vor allem so Samus-Recovery geht wenigstens so ein bisschen schneller, weniger, ja, ja, Tilt-Faktor. Und Samus kann halt auch nicht so weit von unten recovern. Also das stimmt, ja. Sollte es vielleicht, auch, ja, vielleicht auch einfacher machen für Next Red Samus zu Edgeguarden. Obwohl das auch eher ein Mythos ist, dass man Samus consistent Edgeguarden kann. Was halt an Yoshi so ein bisschen eklig ist, hat man auch so gerade gesehen. So, du hast halt immer so diese Top-Plattform, was halt super gut für Bananen teilweise ist, so für die Upbeats. Ja. Dass er halt easy drauf landen kann und wenn Nixred davon gehittet wird, kann Banane halt trotzdem converten draus mit einer Downsmash oder halt, ja, irgendein anderes Follow-up. Deswegen, so, ich glaube, die meisten Spaceys würden halt eher zu FD tendieren, ja, weil du halt gerade nicht diesen Faktor hast. Und Schuss in die falsche Richtung, aber erlebt Randall, ja, muss man auf dem Schirm haben. Also FD vielleicht sogar noch ein besserer Counterpick, aber auf Yoshi ist auf jeden Fall ein weniger Tilt-Faktor. Aber yeah, es läuft auf jeden Fall viel schlechter, als ich dachte. P-Stocks zu 2 und X-Trap bekommt einfach nichts. Und diesen Edgeguard, ja, das wird auch mal ein Weilchen dauern. Na, schon wieder Randall. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, der kommt da nicht ran, ja. Ja, ja, Backass bin ich auch dabei. Ja, man gibt ihm Backass. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass Banane... so convincing wie gerade. Ja, verdienen. Nee, ich dachte, es müsste Game 5. Aber sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich hätte wirklich gedacht, es wäre vielleicht so ein 3-0-3-1 für Nick. Ja, aber ich finde ihn halt auch voll gut gegen Floaties, wie gesagt, ne? Deswegen überrascht mich sehr. Ja. Wow. Ja, ich spiele halt auch so in der Corner, ne? Aber wenn du tradest, besonders mit so einem Stock-Count, ist es einfach schwer. Mhm. Mit jedem Charakter natürlich.
Und das ist halt auch so, außer im Matchup, wo so Comebacks auch nicht so ein Ding sind. Weil gerade so gegen Samus tradest du halt auch voll oft. Ja. Ich meine, Samus kann auch nicht so gut comebacken, ne? Ja, das auf keinen Fall. Ja. Ich meine, Samus ist vielleicht der schlechteste Comeback-Charakter im Game. Hat einen Shardshot, aber naja. Wie oft man den trifft. Ja, Messer von Banane, denke ich, oder? Oder war einfach zu nah an der Edge? Nee, ich glaube, so der Teller, das kam einfach nicht raus. Also ich glaube, es war einfach ein Fuck-up. War schön von Nix Trap? Naja, nein. Genäher Zeit bis zu Ledge ist gut. Ja, ist da reingesprungen, die Downer, hatte da natürlich kein Hitstar mehr auf dem Boden. Sehr wichtig gegen Falco. Lecker. Das ist Value für Banane. Oh! Oh! Diesmal. Oh, sick, Banane. Ja, war bereit für alles. Das war sehr cool. Ja, also Banane habe ich auch lange nicht mehr so gut spielen sehen, auf jeden Fall. Also jetzt bin ich halt echt gespannt, wie weit er halt im Turnier kommt, wenn er so spielt. Ja, also ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Also er darf halt nicht gegen Constantine Bracket kommen, weil das ist auf jeden Fall das 100-0-Match. Ja, das ist ein 100-0-Match. Was will Samus machen? Ja, aber die Spaceys kann er vielleicht heute farmen. Und G-Pipes gegen Banane würde ich eigentlich auch gerne sehen. Ich nicht. Okay. Samus Marth ist so ein ekliges Matchup. Also, das also aus so den falschen Gründen. So, es dauert halt richtig lang. So, Marth hat halt so ab gewissen Prozent also keine Kill-Tools. Und gerade auf Dreamland dauert das ewig. Ich kann mich auch an so ein Set erinnern, weil ich glaube, Zero Dreamland, wo wir Hux gegen Pew gespielt haben, das war auch so ein 40-50 Minuten Set. Ich glaube, im Endeffekt wollen wir das vielleicht doch nicht sehen. Und jetzt sehen wir halt auch, Nixtred hat keinen Bock mehr auf Top-Plattformen und auf Abis. Jetzt ist er auch auf die gegangen. Und es sieht ganz anders aus. Agree total damit. Und es sieht gut aus. Und Samus kann man auch super comboen. Und wenn sie versucht runterzukommen, hat sie eigentlich bloß die Down-Air. Mhm. Sie kann ja versuchen, mit den Bomben, glaube ich, vielleicht ein bisschen noch zu stallen in der Luft oder Time-Mix-Ups zu kreieren. Aber sehr, sehr schwer für Samus auch runterzukommen. Und dieses Update ist natürlich riesig von Falco. Ja, es sieht nach einem ganz anderen Set aus auf einmal. Mhm. Schön. Ja, die Missile runter und tot. Nice. Ja. Nee, starke Banane. Ich glaube, es auf jeden Fall auch die Stocks aus, wenn es wirklich wichtig ist. Ja, wollte vielleicht ein bisschen zu viel. Eine Down Smash. Schöne Fuzzis. Nee, da kommt er nicht ran. Ja, Mess-up. Den Airsplash verstehe ich leider gar nicht, muss ich sagen. Ich glaube, der knockt einfach down und das erwartest du nicht unbedingt. Dann kannst du halt. Die wenigsten würden wahrscheinlich tacken den F-Smash. Ja, das. Und dann kriegt Banana wahrscheinlich so eine juicy Down-Smash oder halt irgendeine der Follow-up into näher. Ja, ich glaube, bei 30 wird bestimmt auch schon Knockdown, ne? Wahrscheinlich, ja. Na gut, Banana weiß auch mehr als er spielt Samus. Ja, und er spielt Samus anscheinend auch richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Also würde nicht 2-0 führen hier gegen Nixtred. Oh, schön, aber kein Stock. Ja, tot, keine Recovery, da freut er sich. Das ist auch so schwer einzuschätzen bei 16-9, so, ob du das tötet oder nicht. Absolut. Aber dafür sieht der Stream richtig nice aus. Schaut doch nochmal an Jonas für diesen insanen Stream. Ja, safe. So viel besser als jedes US-Major oder so. Oh, sehr schön. Ja, Nixtred möchte auf jeden Fall doch dieses Set gewinnen. Ja, der hat Bock. Der will nicht 3-0 hier weggehen von dem Stream-Setup. Ich glaube auch, dass Banane da auch einfach direkt Fountain geht. Ja, safe. Ich finde Dreamland ist nicht so gut gegen Falco. Also schon nicht unbedingt Falco favored, aber ich würde schon sagen eher so even. Jump hat er noch? Ja. Kante? Ja. Ja. Traded? Ja, mir ist gar nicht aufgefallen, dass man alle noch einen Stock hat. Ja, gut. Ja, ja. Ja, das sieht ein bisschen dann aus. Up Smash, witzig, stark. Hat sogar, Mann, wie heißt denn die Hitbox von den Up Smash? Ballack? Ja, der aber Ballack. Nee, das war nicht der Ballack, das war der Color. Der Color ist in die andere Richtung. Ja, fuck. Der nach vorne ist der Color. Nice. Spielt sie doch nicht aus Stadium. Oder muss Banane der Controller konfigurieren? Wahrscheinlich. Aber macht der Trigger-Trick? Für die Power Shields? Das habe ich gerade gefragt, weil er so viel Schild gedrückt hat, ob er das vielleicht gerade eingestellt hat. Aber vielleicht doch einfach falsches Deck. Wahrscheinlich schon. Obwohl Samus natürlich auf Stadium die ganze Zeit diesen Missile-Spam machen kann, aber der ist ja nicht so gut. Ja, aber das ist halt so kein gut genuger Payoff, um auf Pokémon zu spielen. Also, was wir halt wahrscheinlich sehen werden, ist Dreamland oder Fountain. Vielleicht auch beides. Wenn die eine Stage nicht klappt, so geht er auf die andere. Er hat halt so zwei Counterpicks jetzt, was halt huge ist. Er kann halt wirklich auch noch probieren. So, okay, die eine Stage. Ja. Hat doch nicht so geklappt.
ich probiere doch die anderen. Safe. Ich finde auch besonders nach dem Yoshi's Game wäre Fountain jetzt eigentlich der Pick, aber Banane geht Dreamland. Na gut. Ja, und Nick Fred will nicht reingehen. Ja. Respekt dich aber. Ja, total. Ja, Banane macht es aber auch schwer. Schöne Dash Attack. Es war ein Projectile War und Banane wusste, wann er lasern würde, kam rein mit der Dash Attack. Ja, schön. Oh, und schöner Power Shield. Das sieht geil aus bei der Missile. Ja, ah, vielleicht wollte er ein bisschen zu viel, hätte noch warten müssen. Ja, wir spielen beide sehr Projektil-heavy, könnte man sagen. Kommt rein, ja, die Down-Air. Ja, das war richtig schön. Up-Tilt, ja, yes. Klassiker. Down-Air? Oh ja, mein Down-Air? Gott. Nein, okay, geil. Leider das kein cooler Combo-Finisher, aber ja, das war trotzdem richtig nice. Ja, aber sowas bekommt man halt wirklich gegen Samus. Deswegen, also Falco kann wirklich fast jeden Charakter kommen und das macht ihn so gut. Also natürlich nicht nur das. Schön. Falco nur gut, weil er Samus kommen kann. Ja. Das ist das Einzige, was er kann. Aber ich finde auch Banane sehr, sehr gut bei den Edgeguards heute, ne? Also, Nick Stretch stirbt auf jeden Fall schon häufiger, wenn er von der Stage runtergenockt wird. Dass das nicht getötet hat? Ja. Oh, nice Ledge Cancel. Na ja, gut, ich finde, es gibt natürlich auch den großen Payoff bei Junior natürlich, dass Samus einfach nicht stirbt. Ja, ja. Und ich glaube, jeder Samus-Man, der mal gegen Falco gespielt hat, weiß, dass Falcos ganz dringend das Downshift wollen bei diesen Prozenten. Mhm. Als bei früheren das eigentlich auch. Das auch noch nicht, ja. Ja, ich fange persönlich auch manchmal einfach an zu upsmashen, aber es ist halt sehr risky. Mhm. Ja, die Backer tut es natürlich auch viel besser. Ja, auf jeden Fall noch alles drin für Nick-Strat. Aber diese Downers, wenn Samus in der Luft sind, ich weiß nicht. Zahlt sich irgendwie nicht ganz aus. Schön, nein, hätte er nähern müssen. Oh, schön. Downer, Up-Tilt. Nein, er hat kein Messer. Wurde angeschossen. Backer, ja klar. Oh, er wartet einfach, er ist geduldig. Nee, er hat genug gesehen, will nicht mehr diesen Bullshit. Ich glaube, sehr viele Leute wären halt so greedy und wären halt so die Dare gegangen. Weil die hätte wahrscheinlich halt auch getötet und es hat so viel mehr Sets, weil eigentlich schon bei 69% zu töten, als bei 170 nach außen. Ne? Auf jeden Fall. Oh. Aber er wusste, dass er dann wieder näher zurückkommt. Ja. Oh, schöne Backer für ihn. Ja, die spielen das beide auch richtig schön patient, ne? Ja, die haben auch den Space dafür, muss man sagen. So Dreamland lädt einen schon mehr dazu ein, ein bisschen geduldiger zu sein, weil du nicht die ganze Zeit an deinem Gegner klebst und halt einfach viel mehr Platz hast, nachzudenken. Ja, Nextrad, der auch gerade Neutral einfach einen Charge-Shot gefressen hat und schon sieht ganz anders aus. Mhm. Ja, das ist rough. Nicht gut aus. Sehr, sehr rough. Da muss Nextrad sich richtig zusammenreißen. Und das ist der Punkt, wo du nicht sein möchtest, wenn der Samus die Vorwahl von der Edge bekommt und dann auch das Down-Shot oder den Down-Smash. Erwartet? Ja, nein, kannst du nicht loslassen. Hm. Falsche Richtung. Ja. Aber die hätte ihn nicht gehittet. Vorzelt, ja? Was macht er jetzt? Der hätte ja noch was bekommen können, glaube ich. Alle Ressourcen waren aufgebraucht. Ja, der Laser rein war es leider nicht. Sehr starke Banane, aber. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Krass. Also auf jeden Fall jetzt kein Upset, was man nie kommen sehen hätte, aber. Ich weiß nicht, ob das schon mal beim Weekly passiert ist tatsächlich. Das ist gut. Haben die überhaupt schon mal gespielt? Das frage ich mich auch gerade. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Jedo-Attendee. Ich bin da auch nicht so.